Jo, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge Approximation mittels Fourier-Reihen. Ich glaube, Folge 26 sind wir jetzt und jetzt ist für mich der Bruch drin. Jetzt sind die 6 Monate vorbei. Ne? Also vor ein paar Tagen kam ja, vor ein paar Wochen mittlerweile wahrscheinlich wieder, kam ja dann irgendwann mal so dieses Video. Hui, hier, ich lebe noch. Ja, hier ist der Bruch. Ne? Und im einem Rahmen postkoronöser Ausmiefung, also im Sinne von, wir lagen jetzt die Woche mit Corona flach, habe ich mir gedacht, machen wir mal wieder ein bisschen Mathematik, um mal wieder ein bisschen den Hirnapparat ins Laufen zu kriegen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und wir machen das auch für mich mit einem sehr dankbaren Thema, nämlich mit dem Bruch zu Kapitel 5. Weil ich bin ehrlich, mit Kapitel 5, da hätte ich mich jetzt wieder hart reinlesen müssen in diese Dichtheitsargumente mit den Abschneidefunktionen. Die Bernstein-Polynome, die gehen da ein bisschen entspannter von der Hand. Was ist dieses Kapitel jetzt überhaupt? Im Wesentlichen ist das so ein kleines Anwendungsintermezzo, einfach mal um zu gucken, naja, was können wir jetzt eigentlich machen? Wozu haben wir das, was wir bis jetzt gemacht haben, gemacht? Gibt es da jetzt irgendwie Anwendungsfälle, ne? Und was wir jetzt im Kapitel 5 ja insbesondere bewiesen haben, ist ja der Weierstrassche Approximationssatz. So. Der sagte uns ja im Wesentlichen, gut, habe ich eine stetige Funktion, kann ich die beliebig gut mit Polynomen approximieren. Also insbesondere liegt C unendlich dicht in C, ne? In so eine, so, sowas alles. Das liefert aber nur die Existenz solcher Interpolationspolynome. So, und wir wollen jetzt mit diesen Bernstein-Polynomen tatsächlich mal eine Klasse von Polynomen kennenlernen, die diese Bedingungen des Weierstrasschen Approximationssatzes erfüllen. Und das heißt, insbesondere kriegen wir auch konkrete Approximationen raus. Das ist vielleicht der große Unterschied zu Kapitel 5. Weil da haben wir ja nur gesagt, es gibt so ein Polynom, das irgendwie aussieht. Das macht uns nicht so wahnsinnig viel. So, damit wir jetzt nicht in technischen Kompliziertheiten versinken, sagen wir halt immer, wir nehmen, also wir arbeiten immer auf solchen Intervallen A, B, also auf kompakten Intervallen, sonst funktionierte das ja auch mit dem Weierstrasschen Approximationssatz nicht, und ziehen uns jetzt immer mittels Transformation auf 0, 1 zurück. Wie können wir das machen? Naja, wir können zum Beispiel einfach sagen, x ist einfach a plus t mal b minus a. Auf diese Art und Weise kommen wir immer zurück in das Intervall 0, 1, und dem geben wir jetzt hier einfach mal für dieses Kapitel den ausgezeichneten Namen i. Das heißt, wenn immer wir irgendwie ein i sehen, referiert das auf dieses Einheitsintervall. Wenn ich ein bisschen huste, es tut mir sehr leid, das ist wie gesagt noch Corona. Jetzt können wir im Prinzip ohne weiter großartig uns in Details zu verlieren, auch sofort die Bernstein-Polynome hinschreiben. Also es ist am Anfang jetzt ein ziemlich straightforward Kapitel. Ja, also Definition 6.1 wird jetzt einfach sein, was sind das für Polynome? Ja, und die hängen im Prinzip von zwei Sachen ab. Einmal von irgendeiner natürlichen Zahl. Dann brauchen wir eine ganze Zahl. Wir werden mal sehen, warum. Und wir brauchen als Grundlage die Funktion, die wir approximieren wollen, in C, I, R. Also wir sind hier im reellwertigen Fall, wir wissen aber ja mit dem Weierstrasschen Approximationssatz, wie wir das im Prinzip auf Komplexwertige hochsetzen können. Und dann kann man sich überlegen, ne, das ist nicht ganz trivial, aber da steckt jetzt auch kein großer Trick hinter, wie man diese ganze Technik, die jetzt kommt, auch auf komplexwertige Polynome überträgt. Aber alles erstmal entspannt. So, jetzt gucken wir uns erstmal an. Es gibt sogenannte Bernstein-Grundpolynome und dann gibt es Bernstein-Polynome, die zu dieser Funktion f korrespondieren. Die Grundpolynome sind quasi immer identisch. Ne? Also das ist quasi so die möchte man in Anführungsstrichen Basis sagen. Wir haben jetzt hier keinen Vektorraum oder irgendwas vor uns, zumindest nicht a priori. Dann können wir das aber auf diese Funktion f, die wir hier approximieren wollen, münzen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also der erste Teil ist halt dieses Bernstein-Grundpolynom. Ja, wie sieht das aus? Das sieht folgendermaßen aus. Das sind Polynome der Bauart PNK. Und die sehen so aus. Die haben hier, starten mit einem Binomialkoeffizienten n über k. Und dann kommt x hoch k. Und dann kommt mal 1 minus x
hoch n minus k. Und das Ganze für x aus 0, 1. So, das ist das Bernstein-Grundpolynom. Wenn wir genau sein wollen, dann sagen wir zum Indexpaar n und k. So, das Ding kriegt eine Nummer, wenn ich mich nicht irre. Das ist 6.1. Und jetzt kriegt man natürlich, wie das üblich ist bei diesem Binomialkoeffizientenproblem mit den Nullen, auch wenn die hier in den natürlichen Zahlen gar nicht drin sind. Wir brauchen halt P00 und wir brauchen auch PNK. Und wir definieren einfach folgendes: P00 soll das identische 1-Polynom sein. Und PNK soll das identische 0-Polynom sein, falls das K kleiner ist als n oder das K kleiner ist als 0. Weil in den Fällen haben wir keine saubere Definition für diesen Binomialkoeffizienten und müssen uns da irgendwie anderweitig helfen. So, also die Dinger sehen schon mal so ein bisschen aus. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, das hat was mit dem binomischen Leersatz zu tun. Hier steht irgendwie so ein bisschen was, was sieht, das sieht so ähnlich aus wie x plus y hoch n. Man lässt nur so die Summe weg. Wir können uns mal kurz ein Bild davon machen, wenn ich mal kurz ein bisschen rumtrickse. Und können uns so ein paar Bernstein-Grundpolynome einfach mal angucken. Ich habe die nämlich mal irgendwann vorbereitet. Hier haben wir mal so ein paar in der Darstellung. Und wir sehen, die haben halt alle recht nette Eigenschaften. Die sind nämlich in der 0, 0, die sind in der 1, 0 und dazwischen sind so Polynome, also insbesondere C unendlich. Das können wir uns gleich bestimmt nochmal irgendwie zunutze machen. So, also das sind Bernstein-Grundpolynome. Und jetzt gucken wir uns an, wie diese Funktion f dann damit approximiert wird. Und zwar sagen wir das Bernstein-Polynom. Vom Grad n zur Funktion f. Also hier kommt es ja dann ins Spiel. Das ist nichts anderes als folgendermaßen definiert. Das ist einfach die Summe von k gleich 0 bis n über alle Grundpolynome skaliert um die Funktionswerte der Funktion f an der Stelle k durch n. Also das heißt, was machen wir hier effektiv? Wir haben hier irgendwie 0, 1. Dann haben wir hier irgendwie eine Funktion f. So, die muss ja nur stetig sein, also ist jetzt Gott sei Dank nicht so schlimm, wenn da jetzt irgendwie Hugel drin sind. Und jetzt sagen wir mal so, wir haben hier irgendwie n gleich 5. So, dann sehen wir hier k durch n. K geht von 0 bis 5. Das heißt, wir haben hier so eine äquidistante Zerschneidung oder Zerlegung des Intervalls 0, 1 in 6 Stellen, nämlich 0, ein Fünftel, 2 Fünftel, 3 Fünftel, 4 Fünftel, 1 gleich 5 Fünftel. Dann greifen wir hier die Werte ab. So, und multiplizieren diese Werte mit den Werten des jeweilig korrespondierenden Bernstein-Grundpolynoms. So, das müsste man sich jetzt hinmalen. Weiß ehrlicherweise gar nicht, ob ich da eine Grafik mal irgendwie zu angelegt habe oder ob das zu kompliziert war. Aber da kann man sich wahrscheinlich wieder relativ simpel, im Zweifel auch mit Python, was basteln. Ich überlasse das einfach mal für euch als Visualisierungsaufgabe. Entweder baut ihr euch eine GeoGebra-App oder eben irgendwas Python, MATLAB, R, was ihr wollt. Also hier im Skript steht GeoGebra. Dementsprechend gehe ich davon aus, ich habe da was vorbereitet. Ich suche mal kurz. Ja, also entweder war es mal vorbereitet und ist weg oder ich sehe es jetzt nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr. Schade drum. Aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm. Weil, wie gesagt, die Dinger zum Plotten ist halt jetzt keine unlösbare, schwierige Aufgabe. So, was wollen wir jetzt zunächst mal machen? Wir wollen jetzt zunächst mal irgendwie so einen Grip kriegen auf die Grundpolynome. Wenn wir die Grundpolynome kennen und verstehen, dann können wir mit denen halt mal schauen, wie wir das auf die Bernstein-Polynome für eine Funktion f angepasst übertragen können. So, und das, was wir jetzt machen wollen, das ist einfach ein Lemma. Und zwar 6,2.
Und das sind vier Teile. Und die sind jetzt auch alle nicht so wahnsinnig schwierig. Also zunächst mal für alle x in 0, 1 haben wir, dass das PNK größer gleich 0 ist, ausgewertet an der Stelle x. Wenn wir die Randpunkte weglassen, also 0 und 1, dann haben wir hier sogar strikte Ungleichung größer 0. Das passt auch so ein bisschen zu dem, was wir uns hier oben angeguckt haben. Ne, die Dinger sind größer gleich 0 und die Nullstellen sind 0 und 1. Das wundert jetzt nicht so wahnsinnig, wenn man sich den Funktionsterm anguckt. So, das dritte sind so zwei Darstellungen. Nämlich, wenn ich PNK auswerte an der Stelle 0, dann ist das das gleiche, als wenn ich das Kronecker-Delta 0k bilde. Und wenn ich das PNK auswerte an der Stelle 1, dann ist das das gleiche, als wenn ich das Kronecker-Delta von Delta n, von n und k bilde. So, und dann, das ist eine ganz spannende Eigenschaft, die PNK, wenn ich die als Familie auffasse, dann bilden die eine Zerlegung, sogar eine C-Unendlich-Zerlegung. Sollte das C-Unendlich vielleicht auch mal im Skript erwähnen. So. Bilden eine C-Unendlich-Zerlegung der 1. Heißt, wenn ich die Summe bilde, von k gleich 0 bis n, und ich summiere PNK von x, dann kommt da 1 raus, egal welches x aus 0 und 1 ich wähle. So. Irgendwas hängt hier am Kabel. Ich will das ja mal kurz wieder hinhängen. So. Genau, das sind die Eigenschaften. Das ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig zu beweisen. Deswegen waven wir da mal eben so ein bisschen drüber. Also im Wesentlichen, die Vorzeichen dieses PNKs werden ja definiert durch x und 1 minus x. So, und wenn ich jetzt x in 0, 1 nehme, dann habe ich 1 minus x größer gleich 0 und ich habe x größer gleich 0. Ja, und dementsprechend PNK von x, was ja einfach nur irgendeine natürliche Zahl mal was Positivem ist, mal 1 minus x hoch k, was auch größer gleich 0 ist in dem Setting, dann ist das natürlich größer gleich 0. Ne? Das ist jetzt nichts Dramatisches. Das gleiche, wenn ich das hier für 2 beweise, dann ändert sich hier in der Bauart ja nicht wahnsinnig viel. Dann habe ich 0, 1, dann ist hier tatsächlich größer 0 und hier größer 0. Das heißt, hier ist größer 0, hier ist größer 0. Die Binomialkoeffizienten sind nie 0. Ja, dementsprechend kriege ich hier echt größer 0 raus. Was natürlich hier an der Stelle auch mal dazu sein, wenn wir nicht in diesen komischen Fällen sind, also nicht NK kleiner, NK größer 0. Also das heißt, eigentlich müsste man das hier so formulieren, für K größer 0, K größer n. Ja. Also weil sonst haben wir hier identisch 0, dann ergibt die ganze Aussage nicht so wahnsinnig viel Gehalt. Das hier im Skript stehen. Da muss man eigentlich auch nur bei zweitens machen. Ne? Also. Passt so. So, diese Kronecker-Delta lassen sich ja einfach ausrechnen jetzt an der Stelle. PNK an der Stelle 0 ist ja einfach die Summe k gleich 0 bis n. Dann kommt hier der Binomialkoeffizient n über k mal 0 hoch k mal 1 minus 0 hoch n minus k. Also steht hier 0, hier steht 1. Und dieses 0 ist dann der Fall, wenn das k nicht 0 ist. Wenn das k 0 ist, dann ist ja die ganze Funktion schon 0. Das heißt, in dem Fall kriegen wir hier einfach raus, ja gut, das ist diese 1 hier, genau dann, wenn das Ding gleich 0 ist, also k gleich 0 ist. Das heißt, das ist gerade das Kronecker-Delta auf 0k. Gleichfalls können wir einsetzen PNK von 1. Naja, und das ist einfach die Summe k gleich 0 bis n. N über k mal 1 hoch k.
mal 1 minus 1 hoch n minus k. Naja, und das hier ist eben 1. Und das hier ist eben 1. Entschuldigung, 0. Hier vorne. Aber eben auch wieder nur, wenn das k ungleich n ist. Ne? Also für n ungleich k oder k ungleich n. Das heißt, mit dem gleichen Argument ist das hier Delta n k. Ja, und das hält halt auch für die Randfälle. Das ist kein Problem. Bleibt also nur noch diese C- und Endlich-Zerlegung der 1. C- und Endlich ist klar, weil Polynome. Ja, also Polynome sind nun mal C- und Endlich-Funktionen. Da ist jetzt nichts Spannendes bei. Und jetzt müssen wir also nur ausrechnen, was ist denn die Summe k gleich 0 bis n, der PnK ausgewertet an dieser Stelle x. Ja, schreiben wir uns einfach mal die Definition hin. Das ist n über k x hoch k 1 minus x hoch n minus k. So, und jetzt ist das, was ich gerade sagte, ja im Prinzip eingetreten. Das ist binomischer Leersatz. Das ist irgendwie x plus y hoch n, nur dass das y gerade 1 minus x ist. Das heißt, mit dem binomischen Leersatz kriegen wir hier raus, das ist x plus in Klammern 1 minus x und das Ganze hoch n. Ja, x plus 1 minus ist aber 1. Das heißt, hier kommt 1 raus. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Die Rechnung gilt natürlich nur auf dem offenen Intervall, weil sonst kriegen wir Probleme mit den Randstellen. Naja, für x aus 0, 1 kriegen wir das aber gerade durch diese Deltas hier raus. Ne? Weil dann ist halt gerade die Summe über alle diese Ks, es ist nur einer davon 1, nämlich entweder der Nullte oder der Nte. Und dementsprechend kommt auch in den Randfällen hier 1 raus. Also für x aus 0, 1 folgt dies aus drittens. Und damit sind wir fertig. Das heißt, wir wissen jetzt, Bernstein-Grundpolynome sind positiv. Zunächst mal nicht negativ, aber positiv auf 0, 1 offen. Sie sind eine Zerlegung der 1, sogar C unendlich. Wie ich gerade sehe, ist das sogar Bemerkung 6, 3, also brauche ich gar nicht am Skript ändern. Und wir haben diese Darstellung über die Deltas an den Stellen 0 und 1, die halt ganz komfortabel sind, weil wir einfach nur zwei Indizes vergleichen müssen und gar nicht rechnen. Das ist jetzt sozusagen der Einstieg in diese Polynome gewesen. Was wir jetzt damit machen wollen, ist gleich, wir wollen aus diesem Polynom einen Operator bauen und diesen Operator funktionalanalytisch zerlegen. Und wenn wir das gemacht haben, dann schauen, wie können wir zeigen, dass diese Bernstein-Polynome tatsächlich Richtung Weierstrascher Approximationssatz laufen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und tschüss.